Ich war gemutet. Oh nein, hoffentlich nicht schon die ganze Zeit. Ich habe euch gerade erzählt, dass ich froh bin, dass ich mit Camtasia aufnehmen kann, weil da die Uhrzeit dran steht. Oh, hoffentlich war ich die ganze Zeit gemutet. Oh nein. Tut mir leid. Ah, ich hasse sowas. Gut, dass ich nachgesehen habe. Was, Knoppers, geht daneben? Frechheit, sowas. Das geht doch nicht. Ich fühle mich gerade wie erwürgt, Halbert, mit meinem Schal. Ja, Halbert. Das sagt man bei uns so. Fluchtwerk wird gestiegen. Steigt. Wird. Oh Gott. Nein, Knoppers. Du darfst dich doch vom Komprimator nicht so beeindrucken lassen. Na gut, dann kriegst du halt ein Rasierblatt. Oder auch nicht. Oh, wieso habe ich jetzt keinen Sternschauer? Oder eine andere 100% Attacke? Ah, reicht. Ist nicht sehr effektiv, reicht aber trotzdem. Du bist Level 26, hallo? Als nächstes wird es Morgon eingesetzt. Nein, ich möchte nicht wechseln. Die Frage ist... Ja, ja, nicht sehr effektiv, ist doch mir wurscht. Ein Volltreffer! Lass dir das nicht gefallen, Knoppers. Knoppers, ich bin so zufrieden mit diesem Namen. Wenn ich eine Hydropi hätte, dann würde ich es Dropsy nennen. Aber hier gibt es noch keine Hydropis. Schade, ich mag Hydropi. Wachstum. Weißt du was? Nein. Spieler besiegt Belkadarius. Wow, bloß ab. Okay. Bampidi. Lilly? Anshi meine ich. Lilly? Wieso denn Lilly? Lilly doch nicht. Sehr gut, ich brauche einen Zeitvertreib. Wieso, ist dir langweilig? Du kannst Weihnachtskarten basteln. Blasius. Hallo, Slimer. Nimm diesen mächtigen Psychokinese. Wisst ihr was? Zubiris war immer mein Lieblings-Pokémon. Also, nicht das Lieblings-Pokémon wie Bisasam, aber so zum Spielen. Weil es keine Schwächen hat. Und Traunfugilclub auch nicht. Und jetzt hat der Feentyp alles kaputt gemacht. Das finde ich sau doof. Aber, naja. Smogon. Nein, ich möchte nicht das Pokémon wechseln. Warum sollte ich? Angie ist mega cool. Und wunderschön. Lapras ist wunderschön, oder? So anmutig einfach. Voll geil. Yay! Spieler besiegt Biker Blasius. Du hast mich besiegt. Oh Mann. Jetzt hast du einen Zeitvertreib. Zum Pokémon Center fahren und deine Pokémon heilen lassen. Bitteschön, bin ich nicht nett. Mr. Krabs, setzt den Zerschneider ein. Hä? Hat eigentlich Mr. Krabs wieder ein Item gefunden? Nein? Wieso nicht? Streng dich mal an, hey. Bin ich überhaupt richtig? Hab ich... Nun, die Illusion mit den Flügeln legendärer Pokémon, Zapdos, Lavados und Arctos. Aha, hast du dem Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Weiß ich gerade gar nicht. Frag mich was Leichteres! Weißt du, was du bekommst, Tapitak? Einen mächtigen Eisstrahl. Bäm.
Tut weh, oder? Tut's weh? Tut's weh? Ich bin brutal. Dodo? Hey, Dodo! Du bekommst einen mächtigen Eisstrahl. Erfrischt! Eisstrahl! Ja, ja. Wir haben letztes Mal... Ich und mein Bruder die ganzen Kommentare von dem Typ sind wir durchgegangen. Alter. Also, Pokémon Stadium Typ. Sollte ich allen ein Begriff sein, hoffe ich. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber die sind witzig. Aber am bekanntesten ist einfach auf die Bretter. Was? Du darfst zuerst angreifen? Ist Silberblick, darf Silberblick immer zuerst? Oder ist er echt schneller als ich? Ich meine, gut, Lapras ist nicht besonders schnell, aber das Viech ist 1500 Level unter mir. War das eine Bruchlandung? Tut mir leid, soll ich deinen Flügel heilen? In Prismania City kann man TMs kaufen. VMs besitzen allerdings nur wenige Personen. Ich besitze VMs. Ich bin wenige Personen. Oh yeah. Der ist noch zu heiß. Also der Tee. Nicht Vincent. Tauboga. Schön. Tauboga, du bekommst einen mächtigen Eisstrahl. Eigentlich wollte ich mit Markus aufnehmen. Aber der schläft wahrscheinlich noch. Oder ist zumindest mal nicht online. Leider. Und jetzt muss ich ganz alleine spielen. Ibitak. Da bin ich mal gespannt, ob der auch zuerst angreifen darf, der dieses Ibitak hier. Das ist sogar ein der. Haha. Doch, tatsächlich. Krass. Ibitak ist sau schnell. Okay. Tülülülülü. Oh, so ein Mist. Hm, ja, blöd gelaufen für dich. Würde ich mal sagen. Was machst du da? Meine Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Ja, und warum drehst du dich zum Zaun? Hä? Malte. Ist doch kein Name. Oh, Strahl. Oh, ich muss heute alles aufnehmen für die ganze Woche. Weil ich morgen keine Zeit habe. Also heute ist Samstag und morgen ist Sonntag. Aber morgen habe ich keine Zeit zum Aufnehmen. Morgen muss ich zu meiner Mutti. Und dann muss ich noch woanders hin. Und da bin ich irgendwie erst am Abend wieder zu Hause wahrscheinlich. Und ach Gott. Nein, ich will nicht wechseln. Frag mich nicht immer so einen Schmarrn. Warum sollte ich wechseln wollen? Weil Lilly noch nicht auf Level 40 ist. Aber die wechsle ich erst nach dem Kampf ein. Auf Level 41. Kann Lapras Stampfer lernen? Das wäre cool. Einfach so ein richtig fettes Lapras stampft auf euch drauf. Ist genauso groß bestimmt wie Roloxo. Das ist sehr fiktiv. Oh, das arme Taubsi. Ich tue es mir schon ein bisschen leid. Ein bisschen aber nur. Das ist jetzt aber nicht schneller, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, hey, das wäre auch komisch gewesen. Das ist auf Level 26. Gut. Gut, tschüss. Sie war nicht stark genug. Tja. Blöd. Lilly. Mr. Krabs mitnehmen, aber das sind alles Vogelfänger. Damit Pokémon starke Attacken gelernt, muss man TM einsetzen. Muss man gar nicht.
Muss man noch nicht. Steinhagel. Ja, ich habe immer was gegen euch in der Hand. Haha, dumme Vogel-Pokémon. Tauboga? Nein. Armin. Ich kenne sogar einen Armin. Cool. Ja, die Sonne scheint hier so komisch rein. Die blendet richtig, aber scheint nicht richtig. Sau komisches Wetter da draußen, hey. Du. Ich find's sehr cool, dass man auf Pokémon Ranger auf Dodo reiten kann. Das finde ich ziemlich awesome. Stirb, Dodo. Also stirb nicht, aber sei K.O. Ich war zu schlecht. Ja, das warst du wohl tatsächlich. Hallo. Du hast keinen Rückenwind. Ich habe dir den Rückenwind soeben weggenommen. Ich stehe nämlich hinter dir. Was? So viele? Oh mein Gott. Ja, genau. Karate-Schlag. Das wollte ich auch einsetzen. Warum auch nicht? Oh Mann. Topsy? Nö. Ich setze nochmal Karate-Schlag ein. Weil Topsy ist normal. Normal Flug. Und da muss ich nicht meine ganzen Steinhagels für Taubsis verbraten und kann sie für Habitax, Porentas und Ivitax aufheben. Warum hat Porenta eigentlich keine Weiterentwicklung? Sonst haben doch alle Vögel eine Weiterüberleitung. Eine Weiterentwicklung. Hä? Oder? Oder? Das ist sehr effektiv. Ach, tatsächlich. Nochmal Happy Tag. Tja, du hattest 5 Pokémon. Oder 4? Nein, 5. Oder jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Ist ja auch egal. Der Wind dreht sich. Okay. Komme ich denn zu dem da unten? Schaust du so dumm aus der Wäsche? Hey! Sei nicht so gemein, Hiob! Hiob! Oh man, Leute, ihr wart auch mal kreativer. Bam! Ja, ist nicht sehr effektiv, weiß ich doch. Zieht der Steinhagel mehr ab? Smogon. Smogon. Ja, natürlich geht die Attacke daneben. Wie kann Steinhagel denn daneben gehen? Okay, wie kann Tackle überhaupt daneben gehen? Lilly. Jetzt hast du, glaub, nur noch einen einzigen Steinhagel, du blöde Kuh. Nein, 2. Ich sie gleich beleidige. Blöde Kuh. Ja. Natürlich wurde Lilly vergiftet. Jetzt ist egal. Na, warte.
Du bekommst jetzt die Psychokinese. Psychokinese. Bring. Dusch. Mann. Meine arme Lilly. Sie ist jetzt vergiftet wegen dir, Penner. Wenn ich jetzt halt wüsste, wie weit das Pokémon Center noch weg ist. War ich hier schon? Nein. Wow, deine Orden sind super cool. Ja, natürlich. Quapsel. Hallo, kleines Quapsel. Dusch. Noch ein Quapsel? Ja. Kleines süßes Quapsel. Pam! Was ist eigentlich die nächste Arena? Feuerarena. Oh oh. Du musst Nemo aufräumen. Meine niedlichen Pokémon möchten dich gern kennenlernen. Ja, und die lernen mich gleich kennen. Boah, was hast denn du alles? Ein Taubsi ist akzeptiert. Mit dem letzten Steinhagel. Lilly. Wieso gehen deine Attacken so oft daneben? Das gibt's doch gar nicht, hey. Mann! Oh Mann. Dafür bekommst du einen Eisstrahl. Ich hätte einfach Kreuzhieb einsetzen sollen. Oder Karateschlag. Oh Mann. Nö, ich mach Surfer. Ich greife viel zu selten mit Surfer an. Oh, ich bin schon wieder so nah an meinem Mikro. Das muss mal weg da, der Mikroknopf. Sonst komme ich da immer hin aus Versehen. Sonst noch einer. Taubsi. Okay. Ich habe leider keinen Eisstrahl mehr, aber macht nichts. Ich werde übrigens nicht gegen Relaxo kämpfen, wenn meine Lilly tot ist. Oh, Tauboga. Wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Hey, ja, natürlich. So, Leute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!